korrigieren. Und ich brauche eine Katastrophe. Außer bei dir. Du holst 110%. Aber der Rest, und von du, ohne Katastrophe, ich sag's dir. So, schau mal. Muss ich genau wissen, was du überhaupt, wenn man nicht bei Ulle einkommt. Nicht? Aber bei dir ist sowieso ein Dorn. Aber bei Ulle und so, das darf man überhaupt nicht mehr. Aber ich sag bitte, du hast 110%. Ich glaube, dieser Applaus wert, oder? Du musst mich trösten. Du kommst ja selber trösten. Du hast nämlich vor der Schule was die Hälfte abgeben. Ich sag schon mal, das Problem ist, ich weiß nicht, weil ich vielleicht einkomme, weil ich da habe. Ich hätte mir nicht angespickt. Nein. Okay, in Ordnung. Und hier, ich habe die gleichen Fehler und die gleichen Punkte anzahlen. Habt ihr geschummelt? Ja. Ich hol halt durch. Ich hab's geschummelt. So. Bei der Schulweise hat es überhaupt nicht geklappt. Da haben wir mehr ein bisschen durchkonjugieren. Geht ja. Sono, sì, e siamo, siete, sono. Ok, sì. A vedere. Ho, hai, ha, a me, bitte, na, abbiamo... Tu posso fare, si fa l'occhio. Mica è più Visto che tu? Oh, ah, abbiamo avvicinato. Und sie, wie ist es? Ja. Ich sag euch, ich wechsle die Erwachsenenbildung. Komödie dell'arte. Da gibt es bestimmte Figuren. Und diese Figuren können zwischendurch auch abgewechselt werden. Aber ich erinnere Sie, es sind immer die gleichen Figuren. Also, kein Grund zur Sorge. Also die gleichen Kostüme. Peter, erzähl mir den Pantalone. Pantalone sind alter Geistgang und gehören zur Kategorie der Weltkrieg. Italienisch gealten hat eine reizende Tochter aus Meragine, die ihren Vater gewonnen hat, das Geld aus der Tasche zieht. Reiban! So etwas Dörres würde ich meinen Kindern niemals kaufen. Da fehlt etwas. Das gibt es nicht. Doch, vorbei war viel mehr drinnen. Wart ihr das? Nein. Ja. Raus. Auf Wiedersehen. Habt ihr bessere Manieren? Okay, also Christi, dann war es Arlecchino. Der Name des Arlecchino kommt von dem italienischen Wort Harlekin. Man verbindet die Figur vor allem mit der Commedia dell'arte der Renaissance und der Commedia dell'arte italiana.
Und du kannst dich konzentrieren. Sie schauen halt so hübsch aus. Sie waren uns so hart. Kakao mit Schlag. Jetzt? Na, was? Wir wollen nicht. Ey, du hast die Blume vergessen. Das macht sehr ein Batzo, sehr ein Schema. So macht man das nicht mit Damen. Und der geht die Kolumbina. Niki. Die Kolumbina gehört zu den Sunny. Sie ist die clevere Dienerin des Pantalone. Kolumbina, heute bist du aber sehr hübsch. Schön, dass die depperte Lehrerin. Na, was rede ich schön als Rolle in deinem Raum? Aha. Na komm, ja, gib mal Schmutzer. Was? Die sind 16, nein, noch nicht einmal. Ah, es ist nicht jugendfrei. Das brauchen sie aber nicht. Das kommt raus mit euch. Ach, so ein Spiel. Ungefragt, das gibt's doch nicht. Und jetzt zum Schluss den Capitano. Jonas. Dann ist ein Betrüger und Frauenhelfer. Hinter seiner Fassade steckt ein wahrer Feigling. Schöne Dame. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein. Ich habe schon unzählige Heldentaten vollbracht. Mein Name ist Capitano. Capitano Fracassa. Ich habe Jungfrauen gerettet. Monster getötet. Und Kriege gewonnen. Sie müssen irgendwann einmal etwas von mir gehört haben. Es tut mir leid. Naja, was sie nicht ist, das kann ja noch werden. Ich meine, wie wär's mit uns zwei und einem frischen Kakao? Lass mich! Ja, ich bin Capitano! Ich will nichts von dir! Ich fordere dich heraus zum Duell! Ja? Na, wenn du das willst, Bursche! Genau, das will ich! Lass mich noch mal! Ich hab grad vergessen, meine Oma, die macht heute Knödel. Wirklich? Weil ich war nicht darf ich kommen? Nein! Ja, dann hau auf, du Feigling! Geh schon! Das hätte ich sowieso vorgehabt. Was für ein Text auf die Rübe? Bursche? Wir zwar. Ich bin jetzt auf dem Kakao. Ja. Smeraldina? Filomeno. Smeraldina? Filomeno. Smeraldina? Du sie! Glücklich habe ich ja gefunden. Das war das auf der Forgerio. Ich ja auch. Ich verlange noch so lange nach ja. Eine Sammlung. Wo ist mein Svari? Ja, eine Sammlung. Nee, das kann ich nicht. Mein Vater sagt mir nicht vergeben. Alle Morite. A commissus der Pritscher Pfarrer macht nie ein Taco. Ja, du se brinidiote. Ich will echt weg von hier, maar... Halt! Stopp! Hey! Ihr zwei! Das Publikum hat Eintritt bezahlt und hat das Recht, die Vorstellung auf Deutsch zu sehen. Und daher werdet ihr diese Szene nochmal spielen. Von Anfang an auf Deutsch. Genau, von Anfang an. Hopp, 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 hopp! Leila! Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Das wird ab sofort nicht mehr vorkommen, wenn ich mich nämlich jetzt als Tutorin in die Commedia dell'arte einbringen werde. Noch gute Unterhaltung wünsche ich. Smeraldina? Filomeno? Smeraldina? Filomeno? Smeraldina? Filomeno? Da bist du ja. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich habe dich schon so sehr vermisst.
Ich dich auch. Ich verlange schon so lange nach dir. Komm mit mir, Smeraldina. Nimm deine Sachen und komm mit mir. Nein, es geht nicht. Mein Vater würde es mir nie verzeihen. Smeraldina! Wenn du meinst, dass es um Geld geht, so ist es nicht. Es tut mir leid, mein Vater ruft schon an. Smeraldina! Entschuldigung! Nein, bitte! Smeraldina! 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 Columbina! Solltest du nicht die Regale abstauben? Aber mach ich doch, Chef, mach ich doch. Wo ist meine Tochter schon wieder? Aber Chef, Fräulein Smeraldina ist doch wie immer am Dienstag mein Friseur. Gib mein hart verdientes Geld aus. Was soll nur aus ihr werden? Ihnen doch ein Fehler unterlaufen. Buchrechnung vor Strichrechnung, das weiß doch jeder. Wo ist meine Tochter schon wieder? Aber Patrone, wie immer am Dienstag beim Friseur. Ja, ja, aber das macht sie wieder mit meinem Geld. Fräulein Smeraldina ist jung, die möchte ihr Leben genießen. Und Geld ist doch nun wirklich nicht das Wichtigste. Was? Geld? Geld regiert die Welt. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark a yen, a buck or a pound, a mark a yen, a buck or a pound. This world that makes the world go round, that clinking, clanking sound, and makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be late, shoot to be alive and night with a day to be free for idiots to pay. If you happen to be late, shoot alone if you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be late, shoot, you find you are left by your love, or you roll and you go and find a lot. You can take it on the chin, call a cab from the gym, throw it over on your 14 carillion. What? Vorerst des Vaters halbes Herz, und wie geht es dir? Wie stehen die Geschäfte? Wie geht es deiner Tochter, welche des Neides die Verleumdung ist, wie ich schon immer zu sagen pflegte? Ja, nein, sagt sie dauernd. Nein, sagt sie. Nein zu was? Denn dies sagen zu können ist Gewinn an Zeit und Kraft, wie ich immer zu sagen pflege. Ja, zu allem nein. Nein, ich will nicht. Nein, ich mag nicht. Nein, ich kann nicht. Ach, wie soll ich sie nur jemals standesgemäß verheiraten können? Das wird dir gehören. Tja, man hat es schon schwer mit der Jugend heutzutage. Mein Sohn Philomeno will sich jetzt sogar ein Tattoo stechen lassen. Ein Tattoo? Wäre ja die Spitze des Baumes. Mhm. Wie du sagst, man hat es schon schwer als Väter von pubertierenden Jugendlichen. Diese Faulschlendriane, diese schwache, immer tagträumerische Geschlecht. Faulheit ist Dummheit des Geistes und Dummheit Faulheit des Körpers, wie ich schon immer zu sagen pflegte. Ja, und dann rückt sie sich immer alles zurecht und kennt sich immer die Haare. Ja, aber amor vincit omnia, die Liebe besiegt alles. Ich habe so das Gefühl, dass da zwischen unseren beiden Kindern etwas im Busch ist. Wir könnten sie ja verheiraten. Verheiraten schon, aber meine Tochter bekommst du sicher nicht. Oh, Pantalone, alia jacta est, die Frauen sind gefallen. Mein Freund, die Gegebenheiten sollten immer supplementär proportional betrachtet werden und daher tu austra Felix Nube. Felix? Nein, der Felix, der bekommt meine Tochter. Oh. Ja. Tja, ich fürchte, wer Geld wie Heu hat, der kann sich schon Stroh im Kopf leisten. Willst du mit mir einen Streit anfangen? Pantalone, ich bin doch nicht als Damitierungsgestalt zu spezifizieren, oder? Oder? Ja. Oh, guten Abend, die Herren. Nachbar, ich bin die Geschäfte. Da ist er mit dem falschen Fuß aufgestanden. Du, Herr Chef, wie geht's?
Nein. Egal. Ich muss Ihnen was mitteilen. Da ist ein Geschäftsmann. Den habe ich gerade getroffen. Und er will, dass ich ihn vorstelle. Dir. Darf ich? Er ist nämlich der Capitano Fracassa, Magister der Philosophie, Doktor der Medizin, Graf von Oppenberg, Meister der Münze der Rhetorik, Inhaber der Bankhofer der Investmentbank, dreifacher Sieger des Irlinger Wettrinkens, sowie amtierender Weltmeister in springreitigen, Fechten und höfischen Wächten. Toll! Und er will, dass ich Ihnen dieses überreiche und ihn hereinbitte. Ja, hol ihn. Jetzt? Ja. Mein Name ist Capitano Fracassa, Magister der Philosophie, Doktor der Medizin, Graf von Oppenberg, Meister der München der Rhetorik, Inhaber der Bankerotte Investmentbank, dreifacher Sieger des Irlinger Wettrinkens, sowie amtierender Weltmeister im Fechten, Springreiten und höfischen Breakdance. Und ich bin ein bekannter Geschäftsmann. Durch einen meiner erfolgreichen Kontakte habe ich ja schon bereits so viel über Ihr unglaublich gutes Geschäft und Ihr unglaublich gutes Näschen für Geschäfte gehört. Der Name Pantalone und Geschäfte unzertrennlich. Was wäre ein I ohne I-Punkt? Eine Skipiste ohne Wiener? Was wäre, wenn DSDS plötzlich ohne Menderes stattfinden würde? Stundenlang könnte ich fortfahren. Und das werde ich jetzt tun. Was wären Füße ohne Schuhe? Was wäre... Ja. Ist ja gut jetzt. Sie vergeuden meine Zeit und wie Sie wissen, ist sicherlich Zeit auch Geld. Sie sprachen da etwas von einem Geschäft. Natürlich. Streng geheim. Und dennoch gibt es bereits so viele Interessenten. Es handelt sich dabei um ein Schiff. Ein Schiff namens Hypo Adria. Es fährt von Neuseeland bis nach Neapel, vollgeladen mit... Und jetzt passen Sie bitte ganz gut auf... Vollgeladen mit Kormoranen und Fledermaus-Exkrementen. Nein! Doch, genannt Guano. Guano ist ein feinkörniges Gemisch aus verschiedenen Phosphatstoffen, kann sowohl als Dünger als auch als Sprengmittel verwendet werden. Ja, ach, Bildungsverweigerer! Der Mann scheint sich ja auszukennen. Mhm. Eine Investition bringt Ihnen 20. Welche Preise? Nicht 40, nicht 50, nicht 60, nein, was rede ich? Ganze 500%! Nein! Doch! Aber eilen Sie, das Angebot läuft bald ab und ein Mann von Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen muss ein solches Angebot doch annehmen. Alles andere wäre schade. Ja, dieses Angebot, das klingt durchaus erstrebenswert. Wer darf Sie noch einmal zurückkommen? Moment, halt. Bevor Sie gehen, Sie haben die Guano, sagen Sie schon, Herr Kontessmann. Ich bin wieder unterwegs zu Herrn Namen Deutsche. Wäre das nicht ein Mann für dich? Der? Findest du ihn nicht ziemlich aufgeblasen? Mir scheint, das ist ein ziemlicher Angeber. Pass gut auf, dass er dich nicht aufs Kreuz legt. Was verstehst denn du schon von Geschäften? Nichts.
Ja, eigentlich bin ich ja wegen etwas ganz anderem hier. In letzter Zeit war ich ja recht artig. Na? Ja, worauf möchtest du denn hinaus? Gar nichts, eigentlich. Das glaube ich dir nicht. Was möchtest du denn von mir? Okay, ja. Also am Samstag ist das so ein Volksfest in Irten. Dort, wo sich das vulgäre Volk vergnügt. Und dort möchtest du hingehen. Eigentlich schon, ja. Ja, aber da sind ja auch so viele Leute. Und ich weiß ja auch, dass du nur wegen diesem Philomeno dorthin gehst, weil er dort so erbärmliche Sachen verkauft. Aber Papa, überleg doch mal, vielleicht finde ich was Preiswertes und kann dir sogar beim Sparen helfen. Beim Sparen hilfst du mir, indem du erst recht dort gar nicht hingehst. Ja, aber dann musst du mir nicht immer so teure Sachen aus der Boutique kaufen. Ja, da hast du allerdings recht. Aber noch einmal, du wirst da doch nicht alleine hingehen. Wieso denn nicht? Das sind ja eh so viele Leute. Ich lasse mich sicher nicht unter diesen Proleten blicken. Ja. Du, aber du könntest mir ja den Alekino mitschicken, dem würde das bestimmt gefallen. Ich habe meinen Onkel. Nein, ich weiß. Und was geht's denn? Um Flüchtlinger Bizet? Mann, das hört sich gut aus. Du gibst den auf ein Papier, Chiziobala. Ja, aber ihr seid spätestens um 23 Uhr zurück. Hast du das gehört? Um 4 Uhr müssen wir erst zurück sein. Boah, du bist der Papa, das ist echt gut. Und sei es nur eine Minute später, dann. Wirklich 23 Uhr? 23 Uhr 30. Wir nehmen da aber Zeit dafür. Ja, das hört sich gut aus. Komm, wir gehen. Er geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Seine dicken Backen und
seine gelben Zähne. Meine und alle Kinder erst. Nicht nur sein Körper ist athletisch und dürr, auch er ist sehr bemerkenswert. Er ist ein wahrer Held, der das letzte Dornenstück ergattern konnte. Sein Herz ist so groß und seine Nase noch größer. Wirklich wundervoll. Ich hoffe, wir können das ganze Leben mit unseren Männern zusammenbleiben. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe ein Lied geschrieben, willst du singen? Mhm. Du machst ja nur Spaß. Wie geht's da, ha? Ja. Du bist aufhängen. Das machst du ja schon dran. Machst gut. Aber mir wird's besser gefallen, wenn du deine Wäsche aufhängst. Mhm. Nein. Spaß beiseite, wirklich. Weil es gibt was, über das muss ich mit dir reden. Wirklich. Was ganz wichtig ist. Ja. Über was? Ja. Der Capitano und die Smeraldina. Der Capitano will sie heiraten. Nein, das, was tust du doch so? Nein, das ist meine Bitte. Nein, der ist Heiratsschwindler. Der will nur das Geld. Nein. Smeraldina ist mein bester Freund. Sie weiß nicht, was Nein, ich weiß nicht, wie du es jetzt tun kannst. Wirklich, das ist ein Riesenproblem. Das wird nicht gut gehen so. Das müssen wir echt nur lang bereden. Lang. Du, was war da? Kein Zimmer. Aber hier, schau mal. Das muss ich alles heute noch tun. Geh. Ja? Sind wir im Wald auf dem Spritzer?
Na? Und so wie du Wäsche aufhängst, ist meine Oma sogar schneller. Danke. Ja, ist so. Entschuldigung. Ja. Aber ich mach's besser. Und dann gehst du mit mir und sieh mir auf den Schiffer. Vielleicht? Na, das machen wir. Sowie amtierender Weltmeister im Fechten, Springen und höfischen Breakdowns. Signori, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ich heiße Sie im Namen der Bancarrota Investment Bank herzlich willkommen. Sind Sie auch schon genervt von zu niedrigen Zinsen und stupid Managern, die nur ihre Boni einstreifen wollen? Sie! I have a dream. No! Oh, la soluzione. Ich habe die Lösung. Oh. In meiner Bank gibt es keine zu niedrigen Zinsen. Und ganz bestimmt keine stupid Manager. Hier können Sie Ihr Glückskonto öffnen. Denn wie sagt man so schön? Money makes the world go around. Verabschieden Sie sich von Übernahmen und Fusionen. Und entwickeln Sie gemeinsam mit mir ein glückliches Bonussystem mit High Potential! Ah. Anleger, Amici, Freunde, euch erwartet eine Bandbreite an Affari Meravigliosi. Das sind wunderbare Geschäfte. Venezia, Milano over Wall Street. You give me your money, I give you luck. Verlassen Sie Ihre Old Bank and come to me. Denn meine Bank ist perfekt. Perfekt. Schlicht und einfach perfetto. Grazie della vostra attenzione. Capitano, Capitano. Das mit dem Geschäft, ich habe mir das noch einmal überlegt und ich möchte einsteigen. Signor Pantalone, Sie sind ein schlauer Fuchs. Wusste ich's doch. Abgemacht. Um 1000 Dukaten gehört die nächste Schiffsladung Ihnen. 1000 Dukaten? Das ist ja ein Vermögen. Aber Signor Pantalone, bedenken Sie, in 5 Kilo Säcken abgefüllt, geht das Zeug bei Mobi weg?
wie die warmen Semmeln beim Stäpelbeck. Ja, und wie sieht es mit den Prozenten am Gewinn aus? Wie gesagt, nicht 20% Gewinn. Nicht 30% Gewinn, nicht 40, nicht 50, nein, nicht 60, ganze 500%! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Na, aber Bezahlung erst bei Lieferung. Aber Signor Pantalone, Sie müssen bedenken, ich habe ebenso Unkosten zu tragen. Ohne zumindest eine Anzahlung kann das Schiff Neuseeland nicht verlassen. Na gut, dann nehmen Sie diesen Geldbeutel als Anzahlung. Colombina, Gott sei Dank bist du so eine super Weltschaftlerin, du hast es so schnell gemacht. Ja, ich bin auch so froh, dass ich Zeit hatte. Die Bastelplatz von heute, Romantik und Barbara, das ist ein super Date. Wunderschön. Ja. Das passt genau, ich habe super Decken, aber da ist die Verkehr. Oh, aber du bist so ein Arsch. Oh ja. So, da. Das ist jetzt romantisch. Vivo per lei da quando sai. La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, entrata dentro c'è stato, vivo per lei perché... Jo, was ist das? Was war das? Ich glaube, es war ein Wildschwein. Ein Wildschwein? Ja, bist du, du bist die Frau. Nein, du bist der Mann. Komm, ich geh schnell, schau dir das. Okay. Na, ich war es zuerst vor, es war der Baum. Er ist morsch und schau dann auf. Das war der Baum. Sie machen Geräusche, ja? Sie machen die Geräusche. Die Laufbahnbiologie, sitzt im Herz. Entrata dentro c'è stato. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'animo. Vivo per lei e non è un peso. Pizza mit Wildschwein, so Wildschweinpizza, na ja, da muss man schon mal überlegen. Nein, so. Ja, nehmen wir es halt, aber ich habe halt kein Geld, ist ja klar. Was? Ich kann arbeiten, kein Geld. Nein, aber danke schön, dass du da warst. Danke. Freundin. Ja! Und das ist wirklich eine Frau? Was? Das sehe ich, das ist eine Frau, sie uns das nicht, das ist eine Frechheit. Du bist schwul. Der Papa bleibt mir schwul! Ja, das ist jetzt komplett egal, ich bin so voll gefreut, mich so für dich. Es geht! Ja, dann sieh ich, der Bruder ist noch nicht schwul. Was ist das? Ich glaube, es ist eine Schaufel. Ein Schaufelgeräusch? Ja, dann streichest du hinten, kletter auf den fetten Baum, aber der ist morsch, pass auf. Pass auf, das ist sehr gut. Jetzt lauf ich schnell und schau nach mir. Was sind da, Räuberleute oder was? Und, Columbina, was siehst du denn? Jetzt sag ich endlich, ich bin schon so nervös. Es ist ein Mann. Ein Mann? Ja. Doch, die sind einmal allein. Was siehst du denn noch?
Er kräht ein Loch und neben ihm liegt eine längliche Kiste, die er vergraben will. Ja, was ist in der Kiste drei? Mein Gott, hör mal. Vielleicht eine Leiche. Du schaust immer viel zu viel Horrorfilme. Ja, aber es könnte doch wirklich... Wer vergrabt im Wald eine Leiche? Denk mal nach, was siehst du da? Mein Bitte, bitte, ich bin schon so gespannt. Er hält ein viereckiges Ding in seiner Hand. Es gibt doch keine Handys. Ja. Was gut, ein Funkgerät vielleicht? Nein, sag das doch gleich. Ich weiß nicht. Heck, was rein. Rausschauen. Ground Control to Major Tom. Ich habe die Blätter in der Bank. Mit der Mutter unterwegs. Bringe die Nüsse mit. Beeil dich. Mäuse warten schon. You've really made the grade. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das müssen wir ins Abstand schreiben. Ich kann jetzt schreiben. Mäuse, Blätter, Nüsse, Mutter. Das hat alles zwei Bedeutungen. Ja, und ich weiß, was das bedeutet. Was denn? Entweder vergnügen sich die beiden Männer im Park mit meiner Mama und ihren Nüssen. Ach nein. Wir brauchen dauernd. Du fantasierst schon wieder. Ja, was kann man was tun, Pfaffenkuchen? Was sind denn Nüsse und Mutter? Keine Ahnung. Nüsse, Mutter, Werkzeuge! Ja, sicher! Werkzeuge! Ich hab eh gewusst! Ich hab wieder Und Mäuse ist das Geld. Und, ja, ist sicher. Und Blätter sind einfach nur die Pläne für den Raub. Genau. Ja. Oh, pass auf! Ich glaube, ich herren. Wirklich? Ja, ich glaube, ich komm. Ja, komm! Müssen wir Spuren verstecken! Spuren verwischen! Versteckt in der Bahn! Lasagne schmeckt super, danke. Nein, ich hab die Wäsche gemacht. Doch, ich hab die Wäsche gemacht. Mama. Okay, ich hab's nicht gemacht. Nein, der Kleine war nicht einmal daheim. Hey, ich bin die Fleißige von uns zwar, gell? Ich bin die Traumtochter. Ja, ich weiß, ich bin ein Problem. Mama? Darf ich was sagen? Darf ich? Mama? Ja, darf ich? Danke. Mama, jetzt hör mal zu. Ich weiß nicht, wie deine weißen Socken zur roten Wäsche kommen. Ich weiß auch nicht. Mama, ich hab gerade echt keine Zeit drüber zum Diskutieren. Ja, ich vergrab gerade das Geld vom Pantalon. Ja, das Geld für deine Zahnimplantate, genau. Ja, aber du magst es nicht lieber in Ungarn machen, ich meine, ist ja viel billiger. Ja? Ja, dann können wir Urlaub auch gleich machen, weißt du? Paprika essen und Gulasch essen und so. Ja? Okay, passt. Ja, dann bis später. Passt. Bussi, ciao. Die Mama. She's so young, she's so fun.
Oh, halt mal Bügel!
nicht, das ist mal super, oder? Ja, das ist okay, yes. Dann geht schon. Zack. Ja, ein bisschen schneller, das ist viel besser. Viel besser. Ja. Okay, wir müssen das noch einmal üben, okay? Ja. Aber es ist viel besser. Und du bist motiviert, das freut mich. Ja, passt. Willst du sie heiraten? Ja, ja, okay. Okay, morgen. Schön Zeit. Ja, ja, ja. Ja, passt. Ja, super cool. Hey, was ist da? Weißt du, mein Lord, war meine Uhr, was der, ich kann die Zeit noch nicht haben. Ja, ja, ich bin jetzt bereit, ich kann nicht anfangen. Okay, bist motiviert, du bist jetzt auf die Seite. Jetzt? Ich glaube nämlich nicht, dass du geübt hast, so, aber okay. Wir haben mal auf, vor Kniebeugen und so. Das ist ja nicht das Rumpelstilzchen gesehen. Rumpelstilzchen, das habe ich. Also, das war der Capitano, der hat ihr Geld vergraben. Der will keine Geschäfte, der will noch Ungarn und Paprika essen und Gulasch. Ja, jetzt aber... Jetzt beruhigt dich. Ja, und Zahnimplantate und was weiß ich. Ja, ja, ja. Und dein Geld, verstehst du das? Der macht ja, keine Geschäfte. Ja, wenn es um mein Geld geht, dann ja, verstehe ich. Ja, da kommt der alte Pantalon raus. Aber was willst du dagegen unternehmen? Wir haben einen super Plan. Also, wir nehmen eine Geldschatulle, stellen sie hin, wenn er es nimmt, ist er schuldig. Ja. Ja, aber doch sicher nicht mit meinem Geld. Vertrau uns nur das eine Mal. Ich versprich's dir. Da passiert der Plan aufgehen. Na gut, Columbina, hol ihn mal. Und wir verstecken uns aber noch hinten, okay? Ja. Komm, Chef! Bitte schön, der Herr. Danke sehr.
nicht schlecht, Goliath! Gut gemacht, mein Sohn, ich bin stolz auf dich! Danke. Das war was, dem hast du es gezeigt. Carabinieri, Carabinieri! Chef, Sie wollen doch nicht die Finanzleute und die Polizei auf Ihr gutes Geschäft aufmerksam machen. Ich habe alles überprüft. Sie können den Stuf mit der langen Nase aus der Stadt jagen! Ach, raus aus meiner Stadt! Verschwinden Sie, wir wollen Sie nie wiedersehen! Sie sind so gemein zu mir. Damit ist der Spaß beendet. Sie haben richtig verstanden. Da ist der Ausgang. Raus mit Ihnen. Das fühle ich mehr an mir. Genau. Und sehen Sie, Chef, wie gut mein Alekino das gemacht hat. Und wie stark der Philomeno ist. Dürfen wir uns zur Liebsten jetzt endlich heiraten? Geld oder Liebe? Na gut. Ja, bitte von mir aus. Endlich. Die Tür ist vor!